jetzt ist alles bereit. Ja, man merkt den Bielefeldern diesen Tabellenplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga an. Beliebtheit hat enorm zugenommen wieder. Popularität ist hochverdient gestiegen. Tolle Arbeit, die da mittlerweile seit Jahren bei den Verantwortlichen gemacht wird. Und jetzt wird sich die Halle natürlich auch über einen starken Freeway Cup-Auftritt der Arminen freuen. Moritz, wie war denn das bisherige Abschneiden des Landesligisten? Während wir erst noch das 1:0 mitnehmen für die Bielefelder. Grigorius Diktiavres trifft für Arminia Bielefeld. Und es bestätigt sich direkt einmal der Eindruck aus dem Samstag. Die Arminia quasi unsere Überraschung des Turniers. Während wir hier nochmal das Tor sehen, die Balleroberung vom Kapitän. Schneller Pass in die Spitze, direkter Abschluss. Ganz, ganz stark gemacht. Die Arminia, ja, die Überraschung des Turniers gestern. Die Stuttgarter und die Dortmunder besiegt. Mit 2 Siegen in das Turnier gestartet. Im letzten Spiel des Tages war so ein bisschen die Luft raus. 4:1 verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Aber ganz, ganz starker Auftritt bisher des Landesligisten bei diesem Turnier. Und auch in diesem Spiel gegen Schalke 04 direkt mal mit der Führung. Scheinen sich also gut vorbereitet zu haben auf dieses Turnier. Und wollen die Großen also ärgern. Ja, die Schalker gestern ja mit Schnarchstart 0:4 gegen Hertha und dann 3:1 gegen Eintracht Frankfurt, 3:0 gegen die Mühlis. Also da richtig gut aus dem Pushen gekommen, nachdem Willi Landgraf wahrscheinlich einmal kurz auf den Tisch gehauen hat. Jetzt allerdings der Rückstand für die Jungs aus der Knappenschmiede. Ja, im ersten Spiel gestern die Schalker ja wirklich ganz, ganz schwach. Da waren wir überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt. Da haben wir ja auch schon gemutmaßt, ob die Legende in der Schalker Bank vielleicht unsere Schimpftiraden als Anlass genommen hat und in der Kabine mal abgespielt hat. Wäre zumindest eine gute Begründung für die Leistungssteigerung der Königsblauen in den anderen beiden Spielen. Aber in diesem Spiel Arminia deutlich besser drin. Auch gerade eben schon wieder der nächste Abschluss. Da sehen wir ihn nochmal. Willi Landgraf. Überhaupt nicht zufrieden. Da kurz mal der Tritt gegen die Bande. Der Ausgleich. Yannick Tonje trifft für Königsblau in Schneeweiß. Und das ist eben auch der Hallenfußball. Weil sie mit der ersten Aktion, mit der ersten Offensivaktion des Spiels. Schalke direkt wieder drinne mit dem Ausgleich. Hier sehen wir es nochmal. Von der Bande weg. Annahme, ein Kontakt und dann der trockene Abschluss ins Eck. Stark gemacht von der Nummer 11 der Schalker. Schalke bringt den 5. Feldspieler. Zwischen Schalke und Bielefeld liegt ja nur eine Liga. Bielefeld in der Landesliga aktiv mit der U16, der FC Schalke 04. Westfalenligist, beide in ihrer Liga jeweils auf Platz 2.
Spiel ist noch recht wild. Fehlt noch ein wenig an Struktur. Wieder der fünfte Feldspieler für Schalke auf der Platte. Das müssen die Amin jetzt ausnutzen, aber die Schalker machen es gut. Direkt nach Ballverlust wieder der prompte Wechsel auf den etatmäßigen Keeper. Bisher klappt das ganz gut. Große Möglichkeit hier jetzt gerade für die Arminia. Aber Flo, ich sag dir, wenn das mal einmal nicht so gut klappt beim Torwartwechsel der Schalker, dann geht Willi Landgraf hier aber steil. Dann geht der unters Hallendach. Der Weg ist aber weit. Knappe 6 Minuten noch. Die Spielzeit. Jetzt die große Möglichkeit, aber da ist wieder Phil Lenoweit, der Keeper. Der Schalker jetzt quergelegt und jetzt ist der Ball im Tor. Ich meine, es war ein Eigentor von Abner Morati, aber das werden wir sicherlich da nochmal erkennen können. Auf jeden Fall die Führung für die Ostwestfalen, so wie die Landgraf sagt, nach vorne. Da geht's hin. So, jetzt schauen wir ganz genau hin. Hereingabe von außen. Ja, Doppelkombination. Ich glaube, dass ganz zum Schluss Morati noch mit der Fußspitze dran war. Auf jeden Fall Eigentor für die Schalker. Ja, richtige Entscheidung, Foulspiel an Emanuel Giampfi, gepfiffen von Christian Obering. SUS Holzhausen. Gute Parade hier. Als nächstes dann ja gleich die Mühlenkreisauswahl gegen Borussia Mönchengladbach. Auch da freuen wir uns gleich sehr drauf, sind sehr, sehr gespannt, ob sie das Punktekonto vielleicht noch mal etwas heraufschrauben können. Ja, und wenn wir beide hier immer mal wieder in die Miene von Willi Landgraf gucken, dann sehen wir, dass er hier überhaupt nicht zufrieden ist, immer wieder am Herumgestikulieren. Aber das ist natürlich auch nicht der Anspruch der Schalker. Auch wenn es hier in der Halle ist und hier vieles passieren kann, dass man gegen den Landesligisten verliert. Und so sieht es jetzt auch nicht mehr aus. Das 2:2 durch die Nummer 3, durch Romeo Ferreira. Jetzt nochmal der Treffer. War eigentlich schon alles geklärt und dann der Ballverlust von Yannick Tonje. Knappe 3 Minuten noch auf der Uhr. Starke Parade wieder von Celino Weid. 2:24 noch. Nächste Chance für die Bielefelder. Und jetzt ist der Ball im Tor. Jesse Frey trifft zum 3:2.
Ja. So gucke ich, wenn es Müsli zum Frühstück gibt. So, hier der Treffer. Klasse genommen, volles Risiko. Gute Schusstechnik und die nächste Chance. Also ganz tolle Partie. Geht rauf und runter hier. 2 Minuten noch auf der Uhr. Eckball für die Schalker. Nächste Möglichkeit. Da ist Leno weit. Gefährlich! Gefährlich! Es geht hin und her. Ausgleich erneut für die Schalker. Grigoris Dektiarev mit seinem 2. Treffer der Partie. Da will es Arminia spielerisch lösen. Der Pass unsauber zum Keeper. Der kann das nicht rechtzeitig klären. Und dann ist eben der Schalker zur Stelle. Und passt das 4:3. Das war wieder unnötig, ne? 2. Gegentor, wo Bielefeld den Ball eigentlich schon hat. Ja, sie machen sich die starke Leistung eigentlich so ein bisschen selbst kaputt in dieser Partie. Aber 1 Minute haben wir jetzt noch genau. Und die Chance zur erneuten Führung. Aber Leno Weid ist zur Stelle, macht sich da ganz breit vor Furkan Yilmaz. So, passend zum Countdown ist die Uhr auch wieder da. Wunderbar. Packende Duelle jetzt. Gibt es hier noch einen Sieger? Jetzt die große Möglichkeit, aber dann macht er nicht mit. Wir können damit 3 gegen 2 auf Tor zu laufen und trotzdem das Tor für Arminia Bielefeld. Eine Willensleistung. Georgios Dektiavres mit dem nächsten Treffer, Bielefelds Nummer 9. 4:3 Arminia. So, hier wunderbar den Körper reingestellt und dann klasse gemacht. Technisch herausragend, plus die Emotionen nach dem Treffer. Toll eingefangen hier. Das Bild und der Treffer zählt. Zählt? Nicht? Zählt? Zählt nicht? Schiedsrichter Christian Obering zeigt auf jeden Fall auf den Punkt. Treffer zählt, oder? 4:4 ist angezeigt auf der Anzeigetafel. Treffer zählt wohl, weil der Keeper der Bielefelder, sehen wir es hier nochmal, der lange Abwurf. Und dann ist der Keeper der Bielefelder noch mit den Fingerspitzen dran. Und dadurch zählt der Treffer. Dadurch zählt